Hi, wie du ganz schnell eine blumige Grußkarte malst. Zum einen nimmst du eine Aquarellfarbe auf, eine Farbe deiner Wahl, und kreierst eine Form von einem Blümchen. Ich habe hier eine dunkle, eine mittlere und eine helle genommen. Das ist das Magenta und das Lila. Und dann noch ein Gelb und das ist aus der Bösner Palette, Aquarellfarbenpalette. Das ist eine Künstlerfarbe. Ich habe hier von der dunkleren Farbe in das helle Blümchen in der Mitte so ein bisschen was reingemacht, damit das verläuft und das Innere der Blume andeutet. Jetzt noch das Gelbe dazu setzen. Du siehst die Pinselstriche, das ist eigentlich ganz einfach. Nur du musst aufpassen, dass du die Form im Auge behältst von dem Blümchen. Hier nehme ich jetzt auch ein bisschen von dem Lila und habe das in der Mitte von dem Orange, von der orangenen Blume reingemacht. Und das verläuft jetzt so ein bisschen. Jetzt nehme ich ein Grün auf. Nein, mache ich nicht. Jetzt habe ich nochmal das dunklere Lila und versuche da nochmal die Mitte zu betonen. Und da mache ich auch noch ein bisschen von dem Lila rein. Jetzt nehme ich ein bisschen Grün auf, ein helleres Grün und deute so ein bisschen die Stängel an. Die würde ich jetzt auch nicht so gerade machen, sondern dass die drei so ein bisschen im Gegensatz sind. Eins ist geradlinig, eins ein bisschen schräg und das andere passt sich an, ist wie im realen Leben. Jetzt noch ein paar Blätter. Und jetzt nehme ich noch ein etwas dunkleres Grün und betone da, wo die Blätter dann aus diesen Stängeln rauskommen, dass wir da so ein bisschen eine Betonung haben. Einfach reinlaufen lassen. Das muss auch hier nicht so super ordentlich alles sein. Das sind ja Loose Flowers, also die sind abstrakt und da kannst du im Prinzip nichts falsch machen. Jetzt habe ich ein bisschen von diesem Magenta mit diesem Lila gemischt. Das ergibt und auch noch ein bisschen Gelb rein. Das ergibt dann so ein bisschen ein Braun. Und da male ich jetzt Stängel rein, ein bisschen höher. Das sind Gräser. Und aus den Gräsern kommen ja, die haben ja auch verschiedene kleinere Verzweigungen dann noch mit drin. Die malst du da rein, wo Platz ist, wo du meinst, das, da muss das hin, da musst du gar nicht lange überlegen. Jetzt nehme ich ein bisschen helleres von diesem Mix aus diesen drei Farben und mal wie so ein Dreieck so kleine Pünktchen. Das muss jetzt auch nicht so ordentlich sein. Das eine kann ein bisschen heller, dunkler. Nur dass du da so ein bisschen so ein Dreieck andeutest. Diese Grußkarten gibt es übrigens bei Bürofachhandel Hacker in Büdingen. Ich nehme dafür eine Karte 4 Euro. Ihr könnt die auch gerne hier bei mir bestellen. Meine Kontaktinformationen findest du über meine Webseite www.karimi-art.de. Oder falls du in Büdingen bist, kannst du auch gerne vorbeikommen nach vorheriger Absprache. Du kannst mir einfach eine WhatsApp schicken und dann kannst du dir welche aussuchen. So, jetzt haben wir so die Gräser so ein bisschen angedeutet. Das macht es so ein bisschen interessanter.
jetzt nehme ich diese drei Farben von diesen drei Blümchen und lass dich so ein bisschen reintropfen. Also das dunklere Lila am unteren Ende des Dreiecks von diesen Gräsern und hier das Pigment mit viel Wasser aufnehmen. Also das muss richtig auf diesem Papier liegen, was übrigens auch Aquarellpapier ist. 300 Gramm Aquarell Cold Pressed, also kaltgepresstes. Jetzt nehme ich das Gelb und tupfe das so um dieses Dreieck rum, um diese Gräser. Auch wieder mit viel Wasser. Und ich sehe gerade in der Mitte, das habe ich vergessen, das werde ich dann noch nachmalen. So, und jetzt nehme ich dieses Magenta von Bösner und mache dann über dieses Lila so in der Mitte so, dass das nur so in der Mitte so ein bisschen ist. Auch wieder mit viel Wasser aufnehmen. Der Grund, warum du das mit viel Wasser aufnimmst, ist, dass wir das jetzt abtupfen. Du wirst das gleich sehen, ich zoome da auch ein bisschen ein. Mach einfach so, dass du diese drei Farben von den Blümchen in diesem Gras drin hast. Das macht das alles so ein bisschen, fügt das alles so ein bisschen zusammen. So, jetzt nehme ich ein Tempo und tupfe das ab. Und du siehst, die verschwinden dann so ein bisschen in den Hintergrund. Also je länger du wartest, desto mehr Pigment nimmt das Papier auf und desto farbiger ist es. Also da kannst du ausprobieren, wie du das möchtest. Du kannst sie natürlich auch dunkel lassen und kannst die so trocknen lassen. Jetzt nehme ich ein dunkleres Grün und betone die Stängel, dass diese drei Blümchen jetzt so ein bisschen in den Vordergrund, noch mehr in den Vordergrund kommen. Da kannst du unheimlich variieren mit den Farben. Du kannst da mehr von diesen Blümchen, du kannst auch nur die Blumenköpfe malen oder nur dieses Gras. Also das ist einfach nur so eine Basis, wo du jetzt mitspielen kannst auch so ein bisschen. Also die Blätter mache ich dann von unten, wo der Schatten ist. Also es ist ganz einfach ein bisschen dunkler, dass da so eine Variation reinkommt. Denn jetzt habe ich so ein Olivgrün noch genommen und mache das noch so ein bisschen oben drüber. Da sind jetzt im Prinzip drei verschiedene Grünfarben drin. Jetzt betone ich noch so ein bisschen mit dem Magenta das Innere von dieser Blume, einfach nur auch, um da so ein bisschen eine Variation und so ein bisschen so eine Textur reinzubekommen. Das gleiche Spiel mit dem Lila. Das erzeugt dann so ein bisschen mehr Tiefe. Das siehst du ja jetzt, dass das so, da kannst du dann wie so reingucken in die Blüte. Jetzt nehme ich noch die Aquarell-Goldfarbe. Bei so Grußkarten kann man immer mal ein bisschen Gold drauf machen. Also ist perfekt für eine Geburtstagskarte oder eine Glückwunschkarte überhaupt.
Ich mache da jetzt einen kleinen goldenen Punkt in die Mitte der Blüten. Und mach circa so 3-4 kleine Pünktchen in diese Gräser noch mit rein. Das sieht ganz hübsch aus. Das sieht man eigentlich nur, wenn man das dann ins Licht hält. Wenn die ganze Sache getrocknet ist, kannst du auch noch mehr goldene Pünktchen verteilen oder du kannst auch mit diesem Gold auch einen Namen draufschreiben. Ich mache da jetzt ich deute so einen kleinen Rahmen um dieses Bild. Und das war's dann auch schon. Wie gesagt, das ist offen für deine Kreativität. Da kannst du jetzt, das ist so eine kleine Basis, da kannst du jetzt schön deine eigenen Grußkarten malen. Es ist auch kinderfreundlich. Kinder können das auch. Mit Acrylfarben kann man das auch machen. Also man kann da eigentlich jedes Medium benutzen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt oder sogar ein Abonnement oder einen Kommentar hinterlasst. Das wäre sehr nett. Und wie gesagt, diese Grußkarten bekommst du in Büdingen bei Bürofachhandel Hacker. Ich danke dir fürs Zusehen. Ciao.